Olaf Scholz am Freitag zu Besuch im Weißen Haus. Am Vorabend hatte sich der Bundeskanzler bereits mit US-Senatoren getroffen. Mit zum Teil drastischen Worten haben nun er und der US-Präsident den Kongress aufgefordert, die milliardenschweren amerikanischen Militärhilfen für die Ukraine freizugeben. Es sei empörend, dass der Kongress dies immer noch verweigere, sagte Joe Biden am Freitag in Washington. Not to support Ukraine. Die Ukraine nicht zu unterstützen, komme einer kriminellen Nachlässigkeit gleich, kritisierte der US-Präsident. Deutschland war bereit, seine Unterstützung bei der Lieferung von Waffen zu erhöhen. Hoffentlich wird der Kongress eine Entscheidung über die notwendige Unterstützung treffen, denn ohne die Unterstützung der Vereinigten Staaten und der europäischen Staaten wird die Ukraine keine Chance haben, ihr eigenes Land zu verteidigen. Es gehe um eine gemeinsame transatlantische Botschaft an den russischen Präsidenten. Diesem müsse man klar machen, dass er nicht damit rechnen kann, dass die Unterstützung für die Ukraine nachlassen wird. Das Interview, das Wladimir Putin gegeben hatte, bezeichnete Scholz als lächerlich. Er habe immer wieder Lügen über die Geschichte dieses Krieges erzählt, sagte der Kanzler über Putin. Biden dankte dem Kanzler dafür, dass Deutschland Führung bei dem Thema zeige. Beide Politiker sprachen bei dem Arbeitsbesuch des Kanzlers mehr als 90 Minuten miteinander.